Willkommen Reisende, wir werden heute Fluch Level 6 probieren. Und zwar in Höhlen von Dalsok. Da gibt es gute Ecke, kann man sich gut hinstellen. Wir nehmen Arkan Weber. Hoffen, dass wir schnell die Fähigkeiten bekommen, die wir brauchen. Weil sonst können wir das direkt wieder vergessen. Einfach hier unten probieren. Wir kriegen nicht einen getötet. Der Sammelbereich, der Magnet, der funktioniert ja super. Lässt die Hälfte liegen. Aber davon brauchen wir gar nichts. Wir haben auch leider nicht mit, dass wir neu rollen können. Die Rune. Weil wir haben die Runen mit, damit wir stärker sind. Einfach mal gucken, wie weit wir es schaffen. Immerhin levelt der Charakter hier schneller. Ist doch scheiße. Also in den Spielen null Glück. Hat mit Können Scheiß zu tun. Willst du direkt am Anfang die Fähigkeiten alle kriegen, die du brauchst? Das ist kein Problem, aber nein. Kriegen ja nur Scheiße hier. Ich könnte kotzen, ey. Da kann er sich in den Arsch stecken, hier seine Drecksfähigkeiten. Mal aufpassen, was wir nehmen, damit wir hier nicht ja, auf den Scheiße kriegen wir hier natürlich. Dass wir hier nicht das Falsche auswählen dann. Sondern auch nur das verbessern, was wir später auch behalten wollen. Ja komm, leck mich, ey. Ja, klar, es sind ja auch nur geringfügig viele Flächen auf dem Boden, ne? Das ist doch der Arsch. Ja, kann man doch direkt neu starten, ist doch scheiße. Da kann er sich sonst wohin stecken, diese Billig-Upgrades. Nehmen extra Sachen mit. Und dann so ein Scheiß, ey. Ja, klar, direkt Boss aufgetaucht. Mhm. Ja, komm, leck mich halt. Werden wir instant zweimal sterben, aber einmal sind wir gerade drauf gegangen. Ja, ich kann hinter ihm auch nicht vorbei, weil warum auch? Wäre ja dann zu einfach, wenn man auch gegen ihn kämpfen könnte. Und halt deine Scheißfähigkeiten, ey. Dass es jedes Mal haken muss, wenn ein Boss stirbt und der Boss auftaucht. Da fällt doch tot um, du Penner, ey. Meine Fresse. Oh. Wir haben ja keine Scheiße bekommen.
Müssen wir die ganze Zeit so Billo-Upgrades nehmen. Nur weil wir nicht die richtigen Fähigkeiten haben. An jedem blöden Gegner bleibt man hängen. Katastrophe, ey. Jo, nicht eine Fähigkeit, die wir brauchen können. Macht ja dann super Spaß, so ein Spiel mit übelst Glückfaktor. Glückfaktor am Arsch, ey. Einfach so ausgesucht. Manchmal will ich das Spiel einfach übelst trollen, kriegst 20, 30 Versuche nicht einmal die Fähigkeiten, die du gebrauchen kannst. Um es künstlich schwer zu halten. Oh ja, fick dich, ey, ganz im Ernst. Immerhin weiß man direkt, wenn es hakt, kommen die Bosse. Und wie es gar nicht möglich ist, nicht in einem der Felder zu stehen. Ja, so wenig. Jetzt bleibt der Charakter einfach stehen, also es langsam kotzt mich an. Auf jeden Fall sterben die Penner viel schneller, wenn sie nicht an einer bestimmten Stelle sterben müssen. Ich glaube, jetzt habe ich gerade das falsche Upgrade genommen. Immer die Schwachsinnskugel überhaupt. Da müssen wir austauschen und das müssen wir noch austauschen. Okay, okay, okay. 30% schneller leveln, davon merke ich aber auch nichts. Oh, ja, komm, ey. Immerhin, wenn du Overlord super weit kommst, hast du keine nervigen Gegner mehr, sondern nur noch Bosse. Das Spiel fährt zwar fast stehen, aber naja. Pech kann man gar nicht haben. Ja, klar. Nicht mal gestreift hat er mich. Dämliche Scheiße hier. Ah, und jetzt das wieder mit dem Drehkreisel da. Dass sich in die Ecke stellen und sterben, Alter. Ja, sicherlich. Mhm. Zwei Prozent, das bringt's.
Ja, komm, fick dich, Spiel, ey, ganz im Ernst. In den schwachsinnsroten Flächen sieht man aber überhaupt nicht, wohin man zielt. Ja, ist klar. Also wenn man Depression kriegen will, kann man das hier spielen. Natürlich gibt es einige, die den wahrscheinlich beim ersten Versuch direkt auch die Fähigkeiten direkt alle hintereinander bekommen, die sie haben wollen. Würde mich jetzt nicht wundern. Wir brauchen immer noch zwei und naja, seht da ja, wie es läuft. Machen null Schaden, die leben ewig hier, diese ganzen Penner. Ja, nee, waren ja nicht eben gerade Bosse hier, ne? Nein. Oh ja, der mit seinem drehgepickten Kreisel da. Ich latte, wie viel Leben da ist. Du rührst dich nicht und stirbst trotzdem, ey. Und ja, jetzt hat dieser Feuerspinner hier noch was hinterlassen. Meine Fresse. Ja, auch noch der mit dem Laser. Klar. Wie schwer wollen wir es machen? Ja. Also es hat mit Glück in Scheiß zu tun, ja. Ja, jetzt bleibt stehen, ey. Wenn er einen tötet, ich könnte kotzen. Wenn du mal 2 Sekunden stehen bleibst, bist du mausetot. Echt. Der mit seinen Drecksfähigkeiten, die er mir hier anbietet, ne? Sterben gehen, ey. Wesentlich besser laufen, wenn wir mal das kriegen, was wir brauchen. So ist es nur noch ausweichen ohne Ende. Und gar nicht groß und schnell die Flächen auf dem Boden, ne? Nein, warum auch? Viele, die mit Können nichts zu tun haben, echt geil. Ah, guck mal, nach 1000 Jahren endlich mal eine von den Fähigkeiten. Sind ja auch nicht schon Level 63 und haben dann mal eine der Fähigkeiten, die wir brauchen. Ja, klar. Einer von den Hyopais stirbt mal. Ja, jetzt bewegt sich unsere Scheißfigur nicht mal mehr, oder was? Super, wurden wir verlangsamt oder was? Leck mich, ey. Doch auch gleich rückwärts. Mann, Mann, Mann. Super, muss man sich ja fast konzentrieren.
Alter, immer noch nicht die letzte Fähigkeit, die wir brauchen, ne? Aber nicht, dass dieser kleine Penner stirbt. Nicht mal eine Fee aufgestiegen, ey. Ja, also Fluch Level 6 ist ein Witz. Wäre noch einfacher, wenn man seine Drecksfähigkeiten bekommen würde. Ich hoffe, hat euch amüsiert. Wie ich hier leiden muss, weil ich nicht die Fähigkeiten kriege. Und naja, immerhin trotzdem Fluch Level 6 geschafft. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Fluch Level 7. Bis dann.